to me, I keep on silent. More than 2-4 hours a week, 살아봤다고 이 사람. 혈액이 안 돼, 충격되니 열리지 마시. A-Pain, 밤낮 어색한 bangin'. 난 내 것, 전부 버려. 우리 것 smooth like cocoa butter. 다 털어도 나오는 게 없어, 밤은 줬어. 계속해 오르는 size, 모래 XL, 바바나 XL. City to city, 에너지 쉽게 큰일 나, 1, 2, 3. You're at that party. 섞이지 못해 내 태도는 언제나 너무나 dirty. Catch me flagrant, spread these rips, can't tell me nothing. 너는 뭘 원해서 그렇게 따라해, sit your down. 같이도 하는 걸 어떻게 너가 해, 나는 못해, 너랑 공감. Es ist ein herrlicher Abend, das Wetter spielt mit, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Übertragung. Am Mikrofon sind auch heute wieder Florian Schmitz-Sommerfeld und Jan Platte. So, und heute der Abschluss in den Champions Playoffs. Es ist hier schon eine unglaubliche Stimmung. Also Jan, das riecht nach einem Fußballfest. Tja, worum geht's heute? Es geht vor allen Dingen darum, nochmal zu zeigen, was in Ihnen, was in der Mannschaft steckt. Denn der Einzug in die Finals ist ja nicht mehr möglich. Das ist also die Aufstellung der Heimmannschaft. Im Tor ist Alisson Becker. Alessandro Bastoni. Das ist ein Start. Sie macht das ganz.
Grüße gehen raus in alle Wohnzimmer oder wo auch immer ihr uns zuschaut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Für Sie am Mikrofon heute Florian Spitz-Sommerfeld und Jan Platte. Freuen uns drauf. Wir sind heute bei einem Rivals-Spiel. Sporting gegen die Young Boys. Das ist ein guter Ball. Oh ja, der kommt an. So, Ball ist weg, ausgefaustet aus der Gefahrenzone. Luis Openda. Ah, der Angriff ist erstmal rum, gut gelöst. Da könnte was gehen. Klasse Ball in die Spitze. Und das ist ganz gefährlich. Da haben sie die Abwehr überspielt. Ja, gute Parade, aber müssen sie wach bleiben. Und dann ist er drin. Und das darf ja nicht sein. Die Abwehr pennt da zweimal. Einmal rettet der Keeper. Aber dann ist er doch geschlagen. Was eine Gelegenheit. Der Platz auf der Außenbahn. Morgan. Und der ist nicht drin. Super Parade. Zweimal pariert. Wow. Okay, vorbei. Das erste Ding, das stellt ja alles in den Schatten. Ich würde auch sagen, ich spiele so die Zwei. Das könnte eine Riesenchance werden. Und das ist der Doppelschlag auf das Tor. Wieder eine Superaktion. Ja, alles klar bei dem Treffer. Wir spielen weiter mit 2:2. Luis Openda. Und sie fängt diesen Pass ab. Alex Morgan. Fehlt ja nur noch ein einziges Tor. Dann sind die ein. Oh, das sieht nach einer dicken Chance aus. Ball ist noch heiß. Es ist ein absolut herrlicher Fußballabend.
Es sind beste Voraussetzungen für einen richtig guten Kick. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Jan Platte hier und heute am Mikrofon zu sitzen. Wir freuen uns alle sehr auf diese Rivals-Partie. Die Tribünen sind heiß, die haben richtig Bock, Jan, auf dieses Spiel. Gleich kann es losgehen. Die Heimmannschaft war zuletzt hier in Rivals ja richtig gut drauf. Sie haben eine richtige Siegesserie hingelegt und es ist klar, was sie heute wollen, den nächsten Erfolg. Und Jan, ist ja völlig klar, wer da heute total im Fokus steht. Wie sind deine Erwartungen? Nach ihrem Doppelpack im letzten Spiel. Jetzt die Chance. Sehr gut zugemacht. Die Ecke bringt am Ende nichts. Abwehr aufmerksam. Das ist gut gemacht, der hohe Ballgewinn. So, und so gehen sie es hier an mit diesen 11 zu Hause. Die sollen was holen. Im Tor ist Alisson Becker. Gabriel spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Martin Ødegaard steht mit Kevin De Bruyne im zentralen Mittelfeld. Und dann ein Duo im Sturm. Und jetzt vielleicht die Flanke. Und jetzt, nein, das wird nichts. Ball ist im Aus. Sehr gut. Ball läuft gut. Jetzt könnte es die Führung geben. Und super geil. Da ist hier die Riesenchance. Und der muss es doch jetzt eigentlich sein. Leeres Tor. Und klar, den machen sie rein. Tor war ja auch völlig leer. So, also jetzt 1-0 hier. Und mit dem Ergebnis geht's weiter. Porro. Ollie Watkins. Der Ball kommt gut. Kluger Pass. Ja, guter Befragungsschlag, hat sie gut gelöst. Ja, holt sich weit vorne den Ball. Was machen sie draus? Martinelli. Ja, der Abschluss. Und den Ball hat sie ganz sicher. Das war ein guter Zweikampf. Sehr guter Ball in die Tiefe, kriegt sie den. Kein Tor. Martin Ødegaard. Und jetzt hat sie die Chance. Und wieder ist er drin. Sie hat nachgelegt. Jetzt liegen sie mit 2 in Front. Also 2 zum Spielstand und der Anschluss. Ah, sehr gutes Stellungsspiel. Ballgewinn. Ollie Watkins. Und sie machen weiter Druck. Sie sind schon wieder vor dem Tor. Und jetzt Chance zur Flanke. Nunes. So, da ist das Tor. Sie sind zurück in diesem Spiel. Er hat sie wieder angeschossen. Es ist wieder in Reichweite. Klasse Auge hier bewiesen. Den haben sie gut abgefangen. Der Ball ist leicht verzogen zum Einwurf. Swanson. Super oben drüber. Gefordert im eigenen Strafraum und absolut abgeliefert. So, jetzt sind sie vom Tor. Jetzt brauchen sie den richtig guten Pass. Abwehr ist unter Druck. Ohne Probleme gehalten, das Ding. Ja, sie spielen es gut. Immer eine Option zur Fortsetzung. So, Torwart hat den Ball, obwohl sie ihn da bearbeiten.
Ja, diesen Zweikampf kann sie gewinnen. Wichtiger Block. Marzen. Das könnte eine Chance geben. Oh, geht hier kein Risiko rein. Gut abgefangen, das hätte gefährlich werden können. Morgan. Iwobi. So, es sind wieder gute Doubles. Was wird aus diesem Versuch? Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Sicher abgefangen, diese Flanke, und das war richtig gut gemacht. Das ist natürlich ein starker Ball in die Tiefe. Oh, das ist ein Spitzenball, aber ist das abseits? Eine super enge Geschichte, Schmiso, aber ich glaube, minimal ist das abseits. Rodman. So musst du da reingehen, schön körperlich robust. Iwobi. Sehr aufmerksam, der Ballgewinn. Ja, da gibt es nur diese eine Entscheidung, Freistoß. Der ist für Ødegaard. Ja, der geht nicht rein. Maitane. Und das war's. Wir sind durch mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause für beide Teams. So, Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Ja, macht sie gut. Perfektes Timing. Das ist gut gemacht, der hohe Ballgewinn. Marta. So, und sie hat ein paar Optionen. Welche Kollegin nimmt sie jetzt hier mit? Er sieht gut aus, ihr Ball. So, auf der letzten Rille. Das war ein ganz wichtiger Ballgewinn. Da zieht einfach mal ab. Knapp daneben. Dieser harte Schuss. Gabriel Martinelli. Kevin De Bruyne. Martinelli. So, sie sind wieder da. Spätestens jetzt muss ich die Abwehr sortieren. Der ist für Ødegaard. Ja, gute Aktion von der Keeperin. Reingehechtet. Beigehalten. Und klar, man sieht es ihnen an. Bei der Ecke hoffen sie jetzt auf den Ausgleich. Den Ball rausgefaustet. Marzen. Ne, der Ball kommt nicht an. Die Gäste, sie hatten ja heute in diesem Spiel nicht wahnsinnig viel Ballbesitz. Aber das ist ihnen ziemlich egal. Ballbesitz, wir sehen es heute mal wieder, ist nicht alles. Denn wenn sie die Kugel haben, dann wird es fast immer gefährlich. Ah, sehr gut. Wichtig, dass er da dazwischen geht. Das ist ein guter Block. Watkins. Und das sieht jetzt gefährlich aus. Oh, Jan, der war eng. Oh, mein Haar.
gleich, Schmisi. Wenn das so weitergeht, ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Wichtig für Sie jetzt, genauso dran zu bleiben, drauf zu bleiben. Morgen. Ja, gutes Stellungsspiel gegen den Ball und da haben Sie ihn. Sehr guter Ball. Vielleicht Zeit für eine Hereingabe. Ecke, Young Boys. So, und jetzt der Eckball. Wie gut kommt er? Nee, der ist geklärt. Er ist aufmerksam. Also keine Gefahr nach der Ecke. Marzen. So, sehr gut angeboten. Steht immer jemand frei. Ah, das sah gar nicht verkehrt aus, aber geben den Ball hier ab. Gabriel Martinelli. Ödegaard. Ja, gut, den Block C. Ausgefaustet. Waren sie sehr breit jetzt das Spiel. Da muss der Gegner natürlich viele Räume zulaufen. David Núñez. Und jetzt hat er den Ausgleich auf dem Fuß. Sie ist da mit der Faust, keine Gefahr mehr. Rodman. Na, leicht hergeschenkt. Diesen Pass, der Ball. Da hören wir den Abseitspfiff. Also jetzt die Auswechslung. 15 Minuten sind hier in dieser Partie noch zu spielen bis zum Ende der regulären Spielzeit. Na, den Pass hat sie sich gut geholt. Jetzt ihr Versuch. Boah, ist die heute torgefährlich. Ja. Also hier noch nicht ganz. Sie macht heute noch den Doppelpack. Ja, ich bin mir sicher, sie wird noch eine Chance bekommen. Hier hätte es eigentlich, würde ich sagen, schon der zweite Treffer für sie sein müssen. Parade ist okay. Na, der Block immer noch gefährlich. Der Ball für Oshoala. Wichtiger Block. Diese Ecke. Die Chance, auf die Führung noch einen drauf zu packen. Und wenn ihnen das gelingt, ich glaube, dann sind wir hier. Irgendwie an die Latte gelenkt. Immer noch heiß. Boah, was für ein Angriff. Menge drin. Okay, am Ende der Nachschuss nicht mehr so gefährlich. Aber Alu, ja, das war eine Monsterchance. Schmizo, den zweiten Ball, den hältst auch du. Aber vorher das Ding, genau wie du sagst. Richtig guter Abschluss. So, wieder ein. Sie brauchen diese eine Idee irgendwie, um das Tor noch zu machen. Gibt das wirklich die Niederlage zu Hause? Die Heimmannschaft ist schwer gefordert, nur noch wenig Zeit. Sie brauchen diese eine Chance, diese eine Idee, die hier zumindest... Das ist die Möglichkeit. Sie machen noch ein Tor. Ich glaube, das ist es gewesen. Nur noch ein paar Minuten und sie sind 2-1. Martin Ødegaard. Gut gemacht, wie sie den Ball abfängt. Unwiderstehlich von Mangetso. Den hat sie gehalten, aber Abwehr ist weiter gefordert. Oh ja, da ist Erleichterung in der Abwehr. Gibt hier nur Abstoß. Super im Zweikampf, geht vorbei. Ja, nicht verkehrt, ordentliche Chance. Man merkt schon, aufgegeben haben sie noch nicht. Ja. Noch lange nicht, Schmizo. Und ich finde, die Idee ist, aus der Distanz zu versuchen, aus der Entfernung zu versuchen, gar nicht verkehrt. Rodman. Schade. Da ist sie durch. Was kann sie daraus machen? So, da ist der Schuss. Das ist eine heimliche.
the best, but advice. But here I am, I quite out of fight. Am I doing this right? Late. I'm always the last one to stay. I shouldn't do and shouldn't say. Running from the light of the day, the light of the day. So tell me the night ain't done. Taste in my face, don't find me when the lights go on. The lights go on. Baseline was on my blood. Can't tell me I'm young. Don't find me when the lights go. When the lights go. When the lights go. Find me when the lights go on. Que invertí pa' triplicar todas las cosas que solté. Ya no me pesan, me liberé. Hice más fuerte, pude romper, atravesar esa pared. Voy a subirme a esa ola. No tengo miedo a quedarme sola. La vida es una, corre las horas. Todo se rompe, pero mejora. Voy a afilar con mis sentidos. Un ruido bien adentro mío. Puede equipar esos disparos. No me equivoco si confío.
sonríe cuando tengo billete. La vida es mejor con billete. Anda todo el día engabanao. Andar en mi avión privado. Eso me hace diferente.